Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der letzte Tag, wo wir Mac nochmal so schön in diesem Design spielen. Denn morgen beginnt das Event. Na, was heißt morgen? Man könnte eigentlich sagen übermorgen. Ich glaube, es ist ein Dead Place. Ja. Das Event startet morgen gegen 20 oder 21 Uhr. Ich muss mal meinen Sound runterdrehen. Da habe ich hier denn den Sound auch runtergedreht? Ja. Das klingt für mich so laut. Naja, wahrscheinlich war ich meine Kopfhörer. Er hat den Strike verkackt, dann renne ich mal hin. Ich habe mehr Punkte in Selbstlosigkeit. Und wir haben den Böller noch mitgenommen, wie er gesagt. Die vom Winter-Event müssen auch noch weg. Da würde ich denn gern diesen Böller noch gern. So, er wird ja nicht zurückkommen, also können wir den noch hochheilen. Ja. Also morgen startet das Event gegen 20 oder 21 Uhr. Die Devs sagten ja irgendwie 3 PM EST, also Eastern Standard Time. Habe ich gegoogelt, 21 Uhr. Doch die im Forum schreiben. Der David, ne? Was ist das für einer? Der lockt den Killer auf dich. Bist du aber auch gleich tot. Ja, und die im Forum meinen dann die Nutzer, die auch dieses Spiel spielen, Na gut, der kommt zurück. Ding! Oh, schade. Dass das Event gegen 19 oder 20 Uhr beginnt. Der kommt von da. Und er. Ey, was macht der David denn da? Geh weg da! Dein Teammate stirbt gerade, ne? Also. Den Spritbus würde ich mir gerne aufhalten fürs Hochkommen vom Keller. Ja. Ah. Der Keller, ne? Ganz ehrlich, der ist für ein Leatherface immer. Ja, hoffentlich denkt er, dass ich noch einen Strike hab. Ja, hat er gedacht. Tja, also wenn jetzt der Kasper, also der heißt sogar Kasper, hier in der Nähe bleibt, ja, dann könnte es jetzt schon das Ende sein. Aber er ist noch hochheilen. Ach, und der andere, was macht der denn? Der wird anscheinend gejagt. So, der Dwight, ist das jetzt Kasper, der kommt? Ich renne hier direkt tot, also der kommt direkt zurück. Ja, die da hinten wird. Das ist schön. Der muss ja 1000 Meter weg sein. Dann kommst du jetzt bitte. Ich glaube, der kommt zurück. Mindestens aus dem Keller raus. So. Willst du mich hochheilen? Dann jetzt gerne. Gut. Also ich dachte wirklich, dass er jetzt campt, weil Leatherface sind ja so eine Camper. Warum auch immer? Keine Ahnung, warum die Camper oder warum der Killer überhaupt als Camper bezeichnet wird, aber naja. Dankeschön. Hier ist direkt ein Gen. Ja, anscheinend, oh, da vorne. Ich würde gern hinrennen. Weil ich bin nämlich so in der Runde der Retter. Weil ich mehr Punkte bekomme, wenn ich rette. Warum war. Warum wriggelst du nicht? Ey, denn, ja, dann lässt sie sich jetzt sterben, oder was? Ey, in den Keller gehe ich nicht nochmal rein, dann bin ich tot. Also, wenn sie sich jetzt sterben lässt, dann macht das gern. Kann sein, dass du gerade live bist auf Twitch. Twitch.tv, also. Das sind doch immer die besten Spieler, nicht wriggeln. Nee. Ey, ganz ehrlich, ne? Der ist der Beste. Den gehe ich nicht retten. Den geh du gern retten. Sehe ich das da unten gerade richtig? Oh Gott. Nee, also, ne? Ey, der ist so toxikhaft, der Kasper.
Die Devs fixen ja schon was über Toxic-Spieler. Aber was genau sie sich da einfallen lassen, keine Ahnung. Ich glaube sogar, ich glaube, Oshidu ist auch ein Toxic-Player, der wurde gebannt. Ich weiß nicht so wirklich, ob man wirklich deswegen gebannt werden kann. Das ist halt so die Frage. Außerdem gibt es auch Änderungen wegen den Videos. Ja, zack, da wurdest du. Das ist so ganz ehrlich. Pro Tag 2 Videos. Und am Wochenende. Das ist nicht dein Ernst! Der hat heimtückisch. Oh, nee, der campt gerade hier den Streamer da unten. Also wenn er wirklich streamt, er heißt. Also ganz ehrlich, ne? Da können wir echt nochmal Glück haben, dass er nicht die Kettensäge aktiviert hat. Sonst könnte das Böse nach hinten losgehen. Ich gehe runter und denke, ist er jetzt AFK oder warum steht er da so? Naja. Also pro Tag 2 Videos, Wochenende 3. Nee, Wochenende kommen keine Videos. Nee, da habe ich frei. Wochenende ist so für mich der Tag immer, wo ich so mich nach hinten legen kann. Also nur in der Woche Videos. Morgen kommen nochmal Videos. Donnerstag kommen keine Videos. Der Grund ist, weil das Event gestartet hat und ich will dann nicht dann mit Videos Zeit verbringen. Das heißt, ich möchte wirklich ganz schnell farmen. Die Devs, wer es schon gelesen hat, in den News, die wollen wirklich diesmal, dass man sich so mehr riskiert. Also man nimmt diese Laterne und entkommt um die meisten Punkte. Das heißt, das Event wird wirklich sehr, man muss wirklich sehr viel Zeit mit dem Event verbringen, sonst schaffst du die Punktzahl nicht. Kasper ist wieder da. Ja, ey. Ja. Naja, gut Ride. Mindestens du bist hier der ordentliche. Und dann Freitag kommen auch keine Videos. Wochenende dann gar nicht. Und dann, also man könnte sagen, morgen nochmal 2 Videos und dann erstmal für die Rest der Woche nicht. Dann kommen wieder welche. Und sollte dann mal irgendwann mal wieder keine kommen. Und sagt euch Bescheid. So, Dwight, ich würde mich gerne hinter diesen Stein verstecken, wenn ich das darf. So, Kasper ist tot. Nur wegen Barbecue bin ich jetzt hierher gerannt. Denn Leatherface hat wahrscheinlich Barbecue. Und ich würde gerne warten, denn ich denke, dass er ein Item noch hat. Ein cooles. Hatte er nicht, ja, dann. Sehr schön. So, Dwight, lass dich doch mal verfolgen. Ich möchte die Luke. Ah, wir müssen doch nur noch einen Gen. Also ist es jetzt gerade sozusagen scheißegal. Ich mach mal die Tote im Zweck, falls der Dwight wirklich den Gen noch schafft. Weil da ist ein Gen so weit, glaube ich, gewesen. Ja, wenn er den schafft. Deswegen hockt er jetzt da die ganze Zeit. Und wenn er den dann schafft, dann... Tja, denke ich mal, dass er nötig hat. Oder, keine Ahnung, vielleicht hat er keinen Nöt, er wird gesägt. Dann muss ich ihn in ein bisschen... Warum kommt der hier? Ist hier ein Gen? Nein. Ne, er muss nur da... Da lang. Gut. Also ich bin schon sehr gespannt wegen dem Event. Ich habe richtig Bock schon drauf, das Event zu spielen. Vor allen Dingen, die meisten haben auch einfach Bock drauf zu spielen, wegen der neuen Musik, die wir in der Lobby finden werden. Wer nicht weiß, welche Musik, der kann auf meinem Kanal vorbeischauen. Hier hat er mich gesehen. Komm, 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 komm. Oh Gott! Jetzt kommt sie wieder. Oh Gott. Lauf du da lang, ich hab hier noch... Die wunderbare Dwight, wo bist du? Du bist doch bestimmt in einen Schrank gegangen, ne? Du bist doch ein typischer Dwight wahrscheinlich. Hoffentlich aktiviert er jetzt den Gen. Der ist doch hier, der Gen. Was mache ich da? Der ist an. Das erzähl ich. Ich spring nicht durch. Oh, hier haben wir noch eine Palette. Habe ich nicht gesehen. Okay, es könnte hier das Ende sein. Außer ich verarschen. Tja! Tja, tja, tja. Das war's jetzt aber. Außer ich schaff's bis nach da hinten noch zu den schönen Jungle Gym.
Ja, hat schon mal geklappt. Er dreht um. Da haben wir keine Palette. Oh Gott, hier ist der Keller. That's right. Ah. Ja, er kommt noch in meiner Richtung. Ich hoffe mal, dass er das noch schafft. Ja, er hat dich gesehen. Naja. Dann können wir doch ein paar Pünktchen holen. Im Death Stream haben wir auch ein bisschen von der Lobby gezeigt, also wie das aussieht, wenn man sehen will, wie viele Punkte man noch braucht. Ja, und das, da habe ich nichts an der Lobby Veränderung gesehen. Wir kriegen wahrscheinlich wieder das Feuerwerk. Wahrscheinlich noch irgendwas Chinesisches in der Lobby mit der neuen Musik. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das so spielt. Tja, Dry, tut mir leid, ich kann mich nicht sterben lassen. Wenn ich sehe, wie ihr das bei mir auch immer macht, kann ich das nicht. Ihr seid auch immer so zu mir. Wenn ich die Luke suchen will, lasst ihr euch nicht sterben. Muss ich mal die Minute noch irgendwie rumkriegen. Aber ganz ehrlich, Dry, du hättest auch einfach in einen Schrank reingehen können. Hätte er dich nicht gesehen. 892 Punkte, meine, kommt. Ich dachte, er will mich schlagen oder so. Ob wir jetzt vom Dry nochmal Anschiss bekommen? Ah, ich weiß nicht. Könnte sein. Dass er jetzt mal schreibt, warum lässt du dich nicht sterben? Dann sprecht bitte Deutsch. Sonst geht das nicht. Ihr seht auch, ich habe die Fänge jetzt auch auf 40 hochgelevelt. Ja, das sieht ganz gut. Good game, ja, danke. Ja, außer du mit deinem Heimtückisch. Nee. Also, ich habe jetzt hier die Fänge fertig. Gestern auf 40 und jetzt level ich mir noch die Dinger hoch, dass ich sie denn so spielen kann. Ich habe jetzt auch hier noch einige bessere Perks bekommen. Also Selbstheilung, ne? Eins. Weil sonst die so wie Verzehren, städtische Invasion, ja, Vorwarnung und der Rest ist Müll. Ja, sonst hätte ich noch gern eiserne Wille. Ja gut, dann wechsle ich mal wieder zu einer wunderbaren Mac. Hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao!